Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, es ist endlich soweit. Das Update ist da. Siedlungen sind ganz geladen und entsichert. Als jederzeit besser hätte es nicht laufen können. Also ich bin bis jetzt mega begeistert von dem Update. Ich habe schon ein bisschen reingeschnuppert. Zwar noch nicht viel, aber na, ich habe mich auch mit den Leuten schon ein bisschen kurz geschlossen. Bis jetzt mega geil, was man alles jetzt machen kann. Was man hätte eigentlich schon viel früher machen können. Das wäre viel geiler gewesen. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt ja auch endlich. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben einen neuen Season-Start. Damit fangen wir mal als erstes an, weil das ist ja eigentlich recht wichtig. Das heißt quasi, das Spielbrett ist neu. Werden wir natürlich auch wie gewohnt machen. Das heißt, ich werde immer Mittwoch die Aufnahme starten, quasi. So wie auch immer schon gehabt. Und immer nach 10, ja, 10 Punkten hier, also 10 Felderchen, wird es eine Vorstellung geben, die der LP-Char dann hier durchführen wird, damit wir das durchziehen. Wie gesagt, ich habe halt jetzt schon ein bisschen rumprobiert, deswegen sind auch schon 2, 3 Challenges nicht ganz aufgepasst und nicht ganz da, aber ist jetzt nicht so weiter schlimm. Deswegen gehen wir jetzt einmal kurz durch, was wir heute denn noch zu erledigen hätten. So, baue etwas in Werkstätten oder Camps. Ja, da steht schon eine 1. Gut, da wird sogar gleich eine 2 stehen. Erreiche eine höhere Stufe, Goldstern, ne, 5 Aufgaben, schließe ein Event ab, ist auch easy. Schließe eine tägliche Operation ab, kommen wir auch noch zu. Töte ein Kryptiden und sammle 250 Kronkorken. I'm too sorry, also ich habe halt schon vorher verkauft. Das hat halt immer seine geregelten Zeiten. Naja, gut, kommen wir zu den wöchentlichen. Diese werden wir versuchen, größteilig abzuschließen. Es sei denn hier sowas wie schließe tägliche Operationen ab 5-mal. Ich werde jetzt nicht mit dem LP-Char 5-mal in ein und dieselbe Devil Orbs rennen. Bullshit. Deswegen mache ich das gestaffelt und der Privat werde ich dann das halt auch fertig abschließen. Ich werde aber versuchen, dass sozusagen die letzte Daily Orbs dann dem LP-Char vielleicht gehört, damit er dann die Punkte einkassieren kann. So in etwa. So, jetzt ist hier aber schon Töte eine Kreatur 50 Mal abgeschlossen, weil ich was ausgetestet habe. Hab nämlich was Schönes gefunden. Komme ich auch gleich zu und von einem anderen Spieler kaufen oder ihn an ihn was verkaufen. Naja, wenn ich gefragt werde hier, kannst du mir mal Kronkorken geben? Man einfach nicht nachdenkt, man einfach alles rauskauft. Weil ich ja sowieso schon mit dem großen Char schon wieder fast am Maximum war. Ging schnell. Gut, dann kommen wir jetzt mal wegen den Kreaturen. Denn unter Challenge, unter Kampf, gibt es 2 neue Atom-Dinger wieder mal. Seit dem Update. Das eine ist Töte Kreaturen. Ja, wie man gesehen hat, ich habe 50 Kreaturen schon getötet. Waren ein paar Kleintiere, ein paar normale Ghule und so, aber irgendwie hat da nichts gezählt. Und töte 100 Legendäre. Legendären habe ich jetzt innerhalb von 10 Minuten jetzt nicht angetroffen. Gut. Was aber hier auch bei der wöchentlichen ein bisschen merkwürdig war, ich habe mich ein Team angeschlossen und naja, die haben die Kills für mich gemacht, größtenteils. Auch interessant. Aber gut, wie gesagt, wir werden das jetzt hier soweit durchziehen. Ich werde nicht, auch diese Season werde ich das definitiv nicht so machen, dass ich jeden Tag das aufnehme. Und das ganze Spielbrett quasi, ja, nur mit dem LP-Char mache. Weil erstens ist es eine Sauarbeit. Das habe ich beim allerersten Brett gemacht. Es war möglich, halt innerhalb von einer Stunde alles durchzuroppeln. Klar, aber wie gesagt, es ist halt eine mordsmäßige Arbeit, was Verarbeitung angeht. Da müsste ich extrem vorproduzieren und irgendwann hätte ich dann halt auch 80 Folgen, wo ich dann kein Fallout mehr aufnehmen müsste. Das kommt dann halt irgendwie auch nicht so richtig in Frage. Das ist halt das Problem. Deswegen, es wird es wie gehabt geben, wie die Spielbretter davor auch schon. Wie gesagt, 1 war halt das Extreme. Und ja, kommen wir jetzt zum nächsten. Wie gesagt, es gibt heute viele neue, schöne, tolle Sachen. Gut, wie man jetzt schon sicherlich schon auf der Karte gesehen hat, ich habe jetzt ein neues Camp-Symbol. Man kann jetzt auf sein Camp
quasi das Camp sogar umbenennen, öffentlich an- und ausstellen. Bei aus, wie gesagt, sieht einer, also keiner dein Camp, es sei denn, ihr seid in einem Team. Bei an kann das jeder das Camp sehen. Man kann auch natürlich egal random ein Symbol reinwählen. Wunderbar. Also top. Dazu gibt es dann auch noch einen zweiten Campplatz. Bedeutet so viel, Kurzerklärung, ich kann jetzt sozusagen das zweite Camp aktivieren. Da es nicht gesetzt ist, wird mein Camp hier jetzt verschwinden. Und ich könnte dann einfach das Campgerät irgendwo anders hinstellen. Und dort hätte ich dann ein anderes Budget. Das heißt, ich kann eine komplett andere Base aufbauen. Also hier, das habe ich jetzt mal Bruderschaft genannt, weil das halt ein Bruderschaft-Design ist. Und ja, hier könnte ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Red Rocket Raketenstart draus machen. Keine Ahnung, irgendwas wird mir schon noch einfallen. Eher gesagt, ich habe mir schon mehrere einfallen lassen. Wie gesagt, noch gibt es nur diese zwei. Der Reiter lässt aber darauf schließen, dass es irgendwann mehr geben wird. Wahrscheinlich über den Atomshop. Also wie gesagt, wahrscheinlich. Gut, kommen wir zum nächstgeileren Feature, was alle schon so richtig erwartet hatten. Dafür muss ich jetzt einmal in den Baumodus und dann natürlich einmal hier unter Herstellung. Ich glaube, wir kommen heute nur in eine Zeigefolge. So, man kann sich jetzt in sein Camp ein... Ja, ist ja gut. eine Lochkartenmaschine hinstellen. Die findet man auch an jedem Bahnhof. Ist kein Thema. Und dort kann man sich jetzt quasi richtig umperken. Also wirklich umperken. Man kann sich bis zu zwei Layouts derzeit auswählen. Das heißt auch für mich, ich werde meine Sockelung einmal ein wenig umändern. Jetzt hier einmal im LP. Ne? Einmal der schwere Turtle und der Kommando-Turtle werde ich einmal machen. Das sind momentan sozusagen die beiden, die ich ja auch sehr häufig spiele, auch mit dem LP-Char. Ich habe mir jetzt auch vorhin schon mal ein bisschen durchgerechnet, was ich alles ändern möchte. Also so ungefähr ändern möchte. Das heißt, wir werden jetzt erstmal den schweren Jungen noch ein wenig schwerer machen. Und zwar kann man sogar sagen, ich möchte die Perks verändern. Das heißt, ich kann jetzt auch sagen, dahin gehen und die Attribute neu verteilen. Ich brauche keine Karten dafür. Also früher war das halt so, man hat halt hier, dann konnte man wählen, machst du entweder eine Karte oder halt du änderst einen Punkt ab. Das gibt es nicht mehr. Bombe. Bombe. Also, wie gesagt, top. So. Jetzt ist auch die Sache die. Legendäre Perks muss ich jetzt leider auch einmal drauf eingehen. Weil das gehört jetzt wichtig. Wie gesagt, das wird jetzt eine richtig lange Quatschfolge. Die wird auch Überlänge haben. Also stellt euch drauf ein. Das sind jetzt derzeit meine Perks, die ich jetzt sozusagen mir schwer erschuftet habe. Weil, wie gesagt, die fressen ganz schön viele Punkte, also Skillpunkte. Und ja, jetzt bin ich noch ein bisschen am struggeln, ob ich das jetzt noch ein bisschen verändern werde oder darauf aufbauen werde. Wie gesagt, der Power Sprinter, den hatte ich vorher halt drinne, nur für Daily Orbs größteilig oder halt, wenn ich in der Power Rüstung, was größteilig 80% ist, weniger AP kosten, das hat sich schon wirklich sehr stark gelohnt. Jetzt bin ich am Bezweifeln, ob es jetzt wirklich sich noch lohnen wird, wenn ich jetzt ein Standardkommando noch mit dazu packe. Weil, wie gesagt, kommen wir gleich noch zu. Ja, 5 mehr Bewegung, 5 mehr Wahrnehmung, 5 mehr Enduins wird ja irgendwann dazukommen und 5 mehr Intelligenz. Das sind ja sozusagen die Perks, die mich momentan wirklich strong machen. Munitionsfabrik, ich denke, da muss ich nicht weiter was zu ausholen. Ist halt... sehr wichtig für mich, ne? Sehr viel Minigun spielen und so, das frisst halt auch Munition. Gut, ich hatte überlegt, also wie gesagt, jetzt nur Theorie, ne? Was ich für Power Sprinter vielleicht einwechseln könnte. Wie gesagt, Blutopfer, naja, ist Team. Team ist mir zu abhängig von Team. Ich spiele ja nicht immer im Team, ich möchte ja auch viel Solo reißen können. Deswegen kommt Blutopfer nicht in Frage.
Brutzelstil steht ein Fragezeichen hinter. Wie gesagt, ich muss mir die Daily Ops nochmal angucken, denn die Daily Ops sollen deutlich knackiger geworden sein. Detonations-Domino-Effekt, naja, das ist halt Sprengwaffen. Da spiele ich dann halt doch lieber meine Orbitalschläge runter. Distanzfeuerwerk, ja, es ist cool. Es ist, macht Bumm, man erschießt es und macht's Knall. Zum Suchen der Leichen ist es aber immer doof. So, explodierende Hand, so viel Nahkampf spiele ich jetzt auch nicht. Und das wäre dann halt auch waffenloser Angriff. Dann haben wir hier noch flippige Klamotten. Brauche ich momentan nicht, denn ich spiele kein Blutbefleckt. Ich spiele Junkie, das heißt, ich habe Volllife. Somit macht mir ein bisschen Bespucke und Stimpaks kriegt man sowieso momentan immer noch en masse überhaupt nichts aus. So, Hacken und Schlitzen, wie gesagt, für Nahkampf wunderbar. Genauso wie Kollateralschaden, die beiden kann man sogar in Kombination spielen, macht auf Nahkampf sogar richtig Lust. Ist aber, wie gesagt, dann halt eher für einen reinen Nahkämpfer, der dann auch nur auf Nahkampf bleibt. Deswegen habe ich mich auch gegen die beiden entschieden. Ist eigentlich okay, aber wie gesagt, bei Kollateralschaden ist auch wieder, such dir mal bitte deine Leiche, ne? So, bei den dreien, da ist eigentlich nichts gegen zu sprechen. Da könnte man sich halt nochmal ein bisschen boosten. Alles kein Thema. Da bin ich nochmal am Überlegen, ob ich da vielleicht noch einen reinnehme, weil die gehen immer neutral. Man kann durch die Perk-Karten halt deutlich bessere Kombinationen erreichen. Bliblablub. So, gehen wir zum nächsten hier. Meister-Infiltrator. Naja, naja, das würde sich dann bei mir vielleicht auch mal lohnen jetzt für den Kommando, weil der Kommando kann keinen Einbrecher spielen. Der hat keine Perception mehr dafür übrig. Nachwirkung geht mir nicht zu neutral, weil schwere Waffen hat daraus keinen Vorteil. Ist ja halt auch nur für Schleichen und schwere Waffen, ganz ehrlich, wer spielt die schon in Schleichen? Power-Rüstungs-Neustart. Wie gesagt, hatte ich früher mal drinne. Mittlerweile, ich muss echt mal gucken, wie die Daily Ops ist, weil wir haben heute sogar eine knackige. Da müssen wir echt mal schauen. Vielleicht wird er jetzt endlich sein Revue kriegen, wo er sagt, okay, gut, ich brauche unbedingt den Power-Rüstungs-Neustart, um halt die Daily Ops zu schaffen oder nicht. Schlagfertiger Chemiker, naja, wie gesagt, die Drogen, da nehme ich mir lieber andere Drogen rein, komme ich auf diese, fast dieselben Effekte, also die beißen sich leider auch so ein bisschen, ist ein bisschen doof. Stromabsorption, ich habe eigentlich meistens genug Fusionskerne, ich muss ja schon immer Batterien enthalten haben. Jetzt noch mehr Batterien, also noch mehr Fusionskerne zu erhalten. Ja, so viel Gatling Laser spiele ich jetzt auch nicht permanent. Mein Bild soll ja darauf auswirken, dass ich wirklich alle Waffengattungen spielen kann. So, Vergeltung, wie gesagt, ist halt wieder nur rein Nahkampf. Haben beide halt nicht wirklich viel davon. Voller Einsatz ist teamabhängig. Ist halt auch wieder so ein Ding. Ja, da mache ich mich von einem Team abhängig. Welche Strahlung, da ich jetzt sogar am Überlegen bin, hier ab und zu mal Bloody reinzuhauen und mir mal Bloody-Waffen anzuschaffen, wäre welche Strahlung reproduktiv, weil es heilt halt auch Strahlung. Strahlungsresistenz on the top, also mein Berserker feiert das immer noch, ne? Nuke-Zone und ich renne da durch ohne Rüstung. Und wie gesagt, Überleben leicht gemacht, naja, ich habe immer genug Essen normalerweise dabei. Ich bin Fleischfresser, das heißt, es bringt mir jetzt auch nicht so viel. Stimpaks und Co. haben wir auch eigentlich genug da. Weiter gehen. Es bringt mir nicht viel. Das heißt, wie gesagt, die neutralsten wären dann halt hier entweder Lack oder Stärke, wo ich nochmal überlegen muss. Wie gesagt, das hängt sich jetzt wirklich vom Power-Rüstungs-Neustart ab und ob der Power-Sprinter sich jetzt noch bewährt oder nicht. Gut, das zu den legendären Perks, was meine Sockelung angeht. Jetzt gehen wir nochmal ein, was ich jetzt sozusagen ändern will. Also, machen wir erstmal hier. Nein, ich will doch nicht mit dir reden, Mensch. Ich will mit dem Ding. Ich glaube, das steht hier ein bisschen blöd jetzt. Ich brauche mal einen besseren Platz hier. Machen wir mal hier oben. Hier oben habe ich noch genug Platz. Da kann ich das einmal hier so hinstellen. So. Wunderbar. Gut. Der schwere Turtle, da werden wir uns jetzt nochmal ein bisschen was bearbeiten. Das heißt, ich werde jetzt 3 von Wahrnehmung runternehmen und 3 bei Glück erstmal hinzufügen. Erstmal. Wie gesagt, da werde ich noch viel rumspielen müssen. Das habe ich auf dem PTS jetzt nicht wirklich gemacht. Ich habe so ein bisschen geguckt, ja, geht das nicht.
mehr habe ich jetzt auch nicht gemacht. Das heißt, ich werde das jetzt hier machen, denn es kostet gar nichts. Und das ist das Genialste. Früher hat es wirklich ein ganzes Level gekostet, um einen Punkt umzusetzen. Jetzt kostet es gar nichts. Ich drücke einfach Enter und zack. Es ist vollbracht. Es ist wirklich vollbracht. So, jetzt kann ich hingehen und sagen, aktive Skills bearbeiten. Kriege ich halt dasselbe Fenster auf. Habe jetzt hier drei weniger drin und hier drei mehr. Jetzt mache ich hier noch ein Mann Armee. Und das soll jetzt quasi mein schweres, ja, mein Heavy Gunner quasi werden. Heißt, ein Waffenarmee, Klassenfreak jetzt auch mal mit standardisiert. Gestärkte Gene, blutiger Tod, Action Boy, Tourhiker, geborene Überlebende, Adrenalin, stabilisiert, Abrissexperte, Batterien enthalten, Wiederverwerter, Waffenschmied. Warum den Wiederverwerter brauche ich ja wohl nicht sagen. Ich bin schrottgeil. So, einsamer Umherziehender, Solo, Gruppe, inspirierend. Na, AP-Regeneration immer geil und Schadensresistenz auch in Ordnung. So, feuerfest und verjüngt. Wie gesagt, hier fehlen halt noch zwei Punkte. Da kommt ja dann noch ein bisschen Verjüngt-Bonus dazu. Den werde ich dann definitiv noch mal ein bisschen ausbauen. Dann die drei Einbrecher. Ne? Wie gesagt, man könnte noch den Meisterinfiltrator mit reinnehmen. Dann wären die auch komplett hinfällig. Muss ich mir, wie gesagt, noch mal überlegen. Das wären dann noch mal drei Punkte, die ich dann irgendwo verteilen kann. Konzentriertes Feuer, Leuchtsicht, Grenadier und Wackelwahrnehmung kann man auch durchs Heftchen suchen, austauschen, wie man möchte. So, und hier jetzt die Stärke-Perks, was ihn eigentlich zum schweren Jungen macht. Reiseapotheke, Bärenstark jetzt nur mal auf 1. Groß und schwer Meister, groß und schwer, groß und schwer, ne, alle auf Maximum und natürlich den Waffengurt auf Maximum, weil irgendwo muss ich das Ganze ja unterkriegen. Das soll jetzt quasi der schwere Junge werden. Jetzt gehen wir nochmal daher und aktivieren hier einmal das Kommando-Turtle und man hört instant, uiuiuiui. So, das heißt, ich hau mir jetzt erstmal Lack auf Maximum, dann hau ich mir Beweglichkeit auf 5, auf 10, Intelligenz auf 10, Charisma auf 3, Ausdauer bleibt, Wahrnehmung wird einmal auf 10 erhöht und der Rest wandert in Stärke. So, das aktivieren wir jetzt einmal und dann gehen wir auch einmal kurz von hinten durch. Blutiger Tod ist für ein Kommando recht wichtig, das heißt, das bleibt drinne. Eigentlich muss ich anders vorgehen, eigentlich muss ich immer erst gestärkte Gene reinmachen jetzt. So, ich habe auch gedacht, Klassenfreak machen wir jetzt auch mal auf Maximum. Wie gesagt, ob ich jetzt noch mehr Mutationen dazu packe, muss ich schauen. So, blutiger Tod, Sensenmann-Sprint. Jetzt ist aber hier das Problem, ich habe nicht die passenden Perk-Karten mehr, nur noch 4 Level übrig. Müssen wir mal schauen. So, hier ist jetzt Agility auf 15 statt auf 14. Denn hier kommen jetzt auch noch mal ein paar andere Sachen rein. Das heißt, Action Boy und Tourhiker ist bei mir Standard. Wobei, da werde ich dann auch noch mal gucken, ob der Tourhiker nicht demnächst dann auch noch mal rausfliegt. Da gibt es ja auch noch mal Möglichkeiten. Aber fürs Erste bleibt das jetzt so drin. Denn die Standard-Schleichen-Perks, Peng Fu für mehr Watts. Jetzt habe ich natürlich einen Punkt mehr. Jetzt kann ich auch einen geborgenen Überlebenden erstmal reinpacken. Wunderbar. Wie gesagt, Tourhiker, ob der noch drinne bleibt oder nicht, muss ich mal schauen. Wie gesagt, man kann ja mit dem Rucksack noch mal ein bisschen rumspielen. Werde ich wohl wahrscheinlich auch demnächst dann mal machen. Und dann wird er wohl wahrscheinlich auch rausfliegen. Weil Rucksack und er wird nicht klappen. So, Intelligenz 15. Warum Intelligenz 15? Ich spiele derzeit immer noch Junkie. Das heißt quasi, ja, ich brauche irgendwoher meinen Erfahrungsboost. Und deswegen lassen wir das auch so drin und dann machen wir hier noch Batterien enthalten. Wie gesagt, das bleibt dann halt so, wie es eigentlich auch war. Ne? So, Charisma ist eigentlich auch ziemlich einfach. Einsamer Umherziehender. Auch hier ist es relativ einfach, da ändert sich es nicht. Man könnte jetzt noch sagen Adamantium-Skelett, ne? Weil wenn es dann mal wieder ein bisschen Ärger im Karton gibt, ist das immer ein bisschen ärgerlich. So, jetzt machen wir hier erstmal. Wo haben wir sie denn? Meisterkommando-Soldat. Ich hatte doch eben noch den anderen gesehen. Profi.
sie auf einen Da, Kommandosoldat. Denn konzentriertes Feuer und Panzerkiller und schon ist Perception halt voll. Wie gesagt, hier wäre jetzt halt das Einzige, was mich hier stört, ich kann jetzt halt keine Einbrecher reinmachen, ne? Also müsste man mal schauen. So, hier wird es jetzt ein bisschen tricky, denn Stärke brauche ich ja jetzt nicht so wichtig, aber Waffengurt ist, egal in welcher Sockelung, immer vorhanden. Genauso, wo haben wir ihn? Die Reiseapotheke. Jetzt habe ich noch zwei Perks übrig. Ich hatte erst immer sonst den Sprengstoffträger noch drinne und Blocker und Co. Ich werde mal jetzt auch vom Blocker runtergehen. Ich werde mal wirklich jetzt versuchen, nur rein Stealth zu gehen und den starken Rücken sogar jetzt um 1 erhöhen. Oh, das geht sogar auf. Ich habe hier die richtigen Karten fast alle da. Das ist ja der Wahnsinn. So, den werden wir uns um 1 jetzt erhöhen, weil er geht neutral und gibt mir halt die Traglast. Das ist ähnlich wie Sprengstoffträger und Co. Ich könnte natürlich auch noch sagen, gut, ich packe mir den Blocker in 2 rein, statt den starken Rücken. Auch in Ordnung. Wie gesagt, gibt halt viele Methoden, die wir machen können. So, jetzt haben wir noch 4 Punkte übrig in Luck. Na, kriege ich doch nicht ganz hin. Das ist, schade, aber wir müssen sowieso heute ein Level machen. Also kriegen wir es doch heute hin. Machen wir es heute vielleicht sogar als Kommando. So, das heißt, ich werde jetzt erstmal kritischen Durchblick. Genau. Das heißt, der Balken meines Crit-Treffers wird dementsprechend weniger abgenutzt. Also wir verbrauchen halt nur 55% maximal. Das ist gerade in Kommando mit Watts extrem wichtig. Gut, den Holzfäller, den werde ich da jetzt nicht reinhauen. Ich werde jetzt hier mir das einfach nur vormerken. Dort soll dann aber... Damit ich, ach, jetzt kann ich das ja nicht mehr zeigen. Wie heißt der Perk? Mega kritische Treffer, glaube ich, heißt er. Um halt beim kritischen Treffer nochmal mehr Schaden anzurichten. So müsste es eigentlich ganz gut laufen. Wie gesagt, Klassenfreak... Bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Ist jetzt auch erst die erste Probeversion so richtig. Laufen sollten die Builds auf jeden Fall. Aber ob sie jetzt richtig gut laufen, das werden wir sehen. Wie gesagt, Kommando Turtle, da fehlt noch ein Level. Das heißt, wir machen das natürlich jetzt erstmal mit dem schweren Turtle. Und es ist ganz simpel. Also jetzt habe ich schon umgesockelt. Easy. Also es ist der Wahnsinn. Ich liebe es. Ich liebe es. Die sind einfach alle drin, so wie ich sie haben wollte. Das heißt, das Layout kann ich natürlich jetzt so auch immer noch ein bisschen abändern und so. Ich kann jetzt nur keine Punkte umändern. Es ist aber einfach top. Es ist einfach top. So, und jetzt habe ich schon 20 Minuten gequatscht. 20 ganze Minuten. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich habe jetzt auch extra ein paar Dailies deaktiviert, damit die Leute auch einen Schreck kriegen. Jetzt muss ich mal schauen, wir brauchen unbedingt was zu essen. Und zwar, wir haben nämlich heute in der Daily Orbs... Kann ich ja schon mal vorzeigen hier. Grubenhauer. Ne? Und abgehärtet. Natürlich Nahkampf. Scheiße. Aber gut. Werden wir gucken, wie das Ganze abläuft. Und statt kein Schleichen, kann man jetzt sogar in Daily Orbs schleichen. Geil. Einfach nur geil. Jetzt hat mir aber der Billy schon verraten, dass das für Bloody-Spieler überhaupt die Hölle ist. Tödliche, rüstungsdurchdringende Angriffe. Ein Schuss und man liegt. Jetzt ist natürlich die Frage, werde ich mit Volllife auch mit einem Schuss liegen oder nicht? Also es soll wirklich für Solo fast nicht machbar sein. Jetzt bin ich mal gleich gespannt, wenn ich da jetzt wie ein Elefant im Porzellanladen rumrenne. Ob es überhaupt möglich ist. So, wir müssen uns aber jetzt vorher einmal Fleisch besorgen. Ich brauche am besten Nahkampfsfleisch. Das heißt, ich hole mir hier hinten einmal vom Yogi-Bär Säure- und Nahkampfsfleisch. Das wäre dann jetzt ganz optimal. So, achso, und ich habe mir natürlich hier auch noch Pistolen und Patronen zur Not mitgenommen. Ne? Schaden mit Waffen ohne Zielfernrohr. Große Waffenwackelpuppe und Tesla-Forschung für Munitionsverbrauch von schweren Waffen. Psycho-Buff. Ich gehe sogar auf Buffen. Also, wenn schon, denn schon.
Waffen, die ich mitnehmen werde, ist halt das letzte Wort. Meine Junkie Minigun, weil recht viel Munition dafür. Und meine Allround Minigun, ne? Junkie mit höherer Feuerrate. Die kritischen Wattstreffer kann man eigentlich ignorieren. Bin mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt werden wir aber erstmal den Yogi-Bär machen. Und ich bin wirklich mal gespannt. Auf dem PTS ging das eigentlich easy durch, aber ich habe halt auch nur ein, zwei Dinger gespielt. Das mit den tödlichen Treffern habe ich jetzt nicht gespielt. Dann werden wir mal sehen, wie hart das Ganze wird. So, Watzfood, weil wir haben Lightwolf. Nein, das werde ich nicht mitnehmen. Ich werde mir auf jeden Fall einmal Angler holen. Oh, Mischlingfleisch, stimmt. Mitnehmen, bevor sie hier abhauen. Ja, zu spät. Wie gesagt, wir werden heute auch in dieser Folge ein bisschen Überlänge haben. Ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Komm, ich nehme mal kurz Besensieb-Bauerrüstung. Das wäre echt nicht verkehrt. Und wer schießt denn da jetzt auf meine Angler? Ich glaube, ihr spinnt. Das sind meine Angler. Blöder Blutadler, du. Wenn ich sage, das sind meine Angler, dann sind das meine Angler. Töte einen Kryptiden. Ob das immer noch ein Kryptide ist. So. Oh, das macht ja endlich mal wieder Spaß hier. Jetzt haben die mir natürlich meine anderen Angler weggenommen. Blöde Blutadler. Ach nee, hier ist noch einer drin im Wasser. So. Na, ich will kein Wasser. Ich will das essen. So, was werde ich noch brauchen? Traglast wäre nicht schlecht. Da holen wir uns das jetzt einmal da hinten ab. Das ist jetzt die sicherste, schnellste Anlaufstelle. Müssen wir mal schauen. Weil, wie gesagt, dementsprechend, wie hart jetzt das sein wird. Also ich gehe lieber von dem Schlimmsten aus, dass es mich jetzt gleich sofort zerfetzen wird. Bin mal echt gespannt, ob ich auch da drinnen sterben werde. Ohne meine eigene Blödheit, ne? Also eigene Blödheiten mal bitte nicht mit einrechnen. So, haben wir jetzt Hirschfleisch, Jaugweifleisch, Nahkampfschaden. Wir könnten nochmal Todeskrallenfleisch holen, um Stärke zu generieren. Und dann dürfte das eigentlich auch passen. Also Stärke ist ja einmal Traglast und Nahkampfschaden. Und dann will ich sie jetzt nicht mit Nahkampf besiegen, sondern halt nur mit der Waffe einmal anpieksen. Ich hoffe, das klappt mit der Minigun ganz gut. Wenn nicht, dann ja, da halt auch gleich ein neuer Spielmodus. So. Töte riesige Kreaturen. Jo, haben wir schon mal eine. Mussten wir so oder so machen. Gut, dann holen wir uns jetzt einmal kurz... Ja doch, wir gehen einmal kurz nach Hause, kochen. Und dann schauen wir mal, dass wir in die Daily Ops hopsen. Aber natürlich nicht mit der Baggerrüstung. Und dann bin ich mal echt gespannt, ob das klappt. Und wie viel ich mich runterfallen lassen kann und. So, das heißt, die kommt jetzt erstmal weg. Wir holen uns jetzt natürlich schon eine dicke Rüstung, die schöne alte Ultra-Zid-Rüstung. Die wird ausgepackt, eingesteckt. Jetzt, ich habe noch nicht gekocht. Na, Turtle hat wieder nicht überlegt. Steigen wir gleich nochmal aus. Ich habe eigentlich auch noch nicht mal geschlafen und mir meine Buffs abgeholt. Oder, na. Gut, ich war halt schon wieder
Du Figgerich, müssen wir jetzt alles nochmal einmal machen. Oh, das mit den Schieberegeln ist halt genius. Es ist halt nicht mehr die Enter-Taste vergewaltigen. So, dann holen wir uns gleich auch nochmal die Buffs ab. Wenn schon, denn schon. Schlafen lasse ich jetzt mal sein. Fangen wir erstmal nochmal an, eine Runde zu spielen, um mehr AP-Regeneration zu bekommen. Dass die Zivilisten Atomraketen starten. Ah, ich freue mich schon richtig drauf auf den Angriff auf den tägliche Operation. Ob es jetzt mal wirklich wieder krass herausfordernd wird, ob ich mir jetzt wirklich mal wieder einen Kopf machen muss oder ob jetzt Larry Putz Modus bleibt. Einfach nur rumstehen, ja, lasst mich hauen, ich stehe hier rum und warte ab. Aber gut, das wird ja jetzt sowieso eine Jagd. Wie war das, glaube ich, 6, 6, 8 und 10? Ja, müssen wir gleich mal gucken. Wie gesagt, Profi bin ich da jetzt noch nicht drin. Ist jetzt auch die erste Daily Ops, die ich heute starten werde. Deswegen, wir pumpen uns jetzt auch mal richtig auf hier. Wie gesagt, wer 20 Minuten hier rumquatscht, ne? Der muss halt auch ab und zu mal einfach ein bisschen Überlänge einplanen. Gut, Agility haben wir auch. 30 Minuten sind jetzt auch wieder drin. Und dann holen wir uns jetzt nochmal Stärke. Wie gesagt, schlafen lasse ich jetzt ausnahmsweise mal aus. Auf die paar EP ist jetzt erstmal verzichtet. Weil wir wollen ja jetzt auch nur noch die Daily Ops in dieser Folge machen. Aber Stärke-Bonus brauchen wir. AP ist nie verkehrt. Also mehr AP zu haben. Ich bin echt mal gespannt, ob jetzt mein Standardbild dagegen anstinken kann oder ob ich gleich sagen muss, oh, ich muss jetzt vollends umbauen. Weil dementsprechend brauche ich ja auch andere Perk-Karten nochmal. Das heißt, meine Pläne müssen dann halt nochmal ein bisschen anders umgesetzt werden. Gut, das haben wir jetzt auch soweit fertig. Dann werden wir uns jetzt natürlich voll buffen, aber nur erstmal mit Fleisch, weil ich will jetzt wirklich wissen, ob... Achso, wir haben sogar ein leuchtendes Steak. Ja gut, macht auch 20 Nahkampfschaden. So, Sweetwater... Oh, ich habe sogar noch ein Stechflügelfilet. Na gut, kann ich den Yaogwai erstmal behalten. Wasser brauchen wir jetzt nochmal. Trinken wir uns erstmal das Kleine hier. So, jetzt haben wir voll Maximum Buff. Okay, Maximum Buff noch nicht, aber wenigstens Fleischbuff. Jetzt gehen wir in die Ultra. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die Daily Ops drauf hat. Ob wir das schaffen, ohne Nahkampfwaffe da jetzt einfach durchzuprügeln oder nicht. Gut, dann hauen wir mal rein. Ich bin jetzt wirklich, wirklich gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Weil mir fehlt ja immer noch die Kreuzritterpistole. Es gibt auch neue Baupläne in der Daily Ops. Wie gesagt, ich will nicht wissen, wie und was und warum, aber mal gucken. So, Entschlüsselung. Deaktivierung, die Funkträger der Enklave. Okay, machen wir doch. Und warum sind meine Questen noch oben da? Ah, finde und töte Gegner. Gut. Legen wir gleich los. Team, hier spricht die Stählerne Bruderschaft. Jemand hat unseren Funk abgehört. Wir müssen die Geräte in eurer Nähe ausschalten. Und zwar pronto. Da gibt es jede Menge feindliche Aktivität. Unser guter Spion denkt wohl, das hält uns von den Abfängern fern. Falsch gedacht. Und mach's leise, okay? Die Gegenwehr ist dir stärker als gewöhnlich. Ich will nicht, dass da draußen jemand getötet wird. Ach, da ist er. So, eigentlich soll man es ja leise machen. Oh, ein bisschen Schaden drücken die rein. So, dann suchen wir jetzt uns mal ein bisschen was. Oh, der hat aber auch gut reingedrückt. So, komm.
Gut, ich werde mal Ego-Perspektive gehen. Jetzt haben wir da hinten noch zwei. Na komm her hier. Wir haben doch keine Zeit. Zwei Gegner fehlen noch. Okay, bis jetzt geht der Schaden eigentlich ganz gut klar. Oh, sag mir jetzt nicht, das ist eine Maulwurfsratte, die unter mir irgendwo festhängt. Ach, da hinten ist sie. Ich habe Informationen über jemanden mit einem Code. Den brauchen wir, um einen der Abfänger zu deaktivieren. Die Infos sind ungenau, also wähle deine Ziele mit Bedacht aus. Nach Möglichkeit leise. Wir wollen ja niemanden in Aufruhr versetzen. Aufruhr ist doch gut. Code erhalten. Schleich dich zu einem dieser Abfänger und deaktiviere ihn. Okay. Der erste müsste da oben irgendwo sein. Okay, ist er aber nicht. Hier irgendwo einer. Ja, das wird... Höhlen sind... Das ist ja echt hier jetzt ein Labyrinth. So. Das wird viel Übung wieder bedeuten. Es soll doch einer sein. Wo ist er denn? Warte, gehen wir mal aus dem Weg. Meine Güte, jetzt renne ich hier die ganze Zeit im Kreis wie so ein Bekloppter und finde keinen... Jetzt haben wir einen. Gut gemacht, aber wir sind noch nicht fertig. Du musst noch eine Gruppe erledigen. Ich sammle Informationen zum Code. Also so vom Schaden her geht das eigentlich. So, jetzt brauchen wir 10. So, aufschrecken hier. Das Einzige, was mich halt hier ein bisschen irritiert, ist halt das Suchen. Aber bis jetzt hält die Stimmpumpe eigentlich ganz gut. So, nächsten. Immer nach dem Gehör nach oder immer nach den... Die schießen auf mich. So. Mal wieder ein bisschen Zeit gut machen hier. Gucken. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Na komm, jetzt her hier. Doch, wollen wir. Direkt hin da. Das war sogar der Verkehrte. Noch ein Code erhalten. Deaktiviere damit einen Abfänger. Aber sei vorsichtig. Okay, da oben. Nächsten. Aber ich muss sagen, bis jetzt halte ich eigentlich fett was aus. Ist jetzt gerade nur eher das Gegner finden das Problem. Einzige, was mich ein bisschen irritiert, warum die Stimmpumpe nicht auslöst. Da muss ich halt immer selber ein bisschen stimmen. So. Dann haben wir den nächsten. Da haben wir noch einen.
Na, jetzt lass dich schauen. Das könnte ein bisschen knapp werden. Ich gleich ein bisschen Pech habe oder so. Also drumdümpeln tun die hier ja schon mal richtig gut. Jetzt. Hier ist falsch. Hier rein, hier rum. Hier hinten hin. Da oben ist er. Oh, 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 oh. Okay, Minigun, schlechte Idee, weil ich kann nicht stimmen. Okay. Tja, fertig. Das. Keine Ahnung, was das für ein niederträchtiger Spionageplan war, aber ihr habt ihn durchkreuzt. Gut gemacht. Kommt nach Hause, Team. Okay, es sollte doch knackiger werden. Und ich habe so viel Scheiße gebaut. Und ich habe mir jetzt extra sogar noch ein bisschen Pumpmittel mit dazu genommen und die waren ja jetzt gar nicht nötig. Und es war sogar noch kacke Nahkampf. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen mega enttäuscht. Gut, ich denke mir mal wirklich, für einen blutbefleckten Spieler ist das extrem schlimm. Weil die hauen wirklich ein bisschen Schaden rein. Aber wie gesagt, ich habe ja davor die ganze Erklärung gegeben. Es geht. Es geht wunderbar als Volllife-Spieler. Also 7 Minuten, 17 Sekunden, dafür, dass ich auch eigentlich ein bisschen eher durch die Gegend geeiert bin, geht es vollkommen klar. Tja, okay, gut. Dann klappt das ja jetzt. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Belohnung an. Warte, ich dachte, das sind jetzt wirklich so One-Hit-Schüsse. Hab mich schon richtig gefreut. Okay, gut, ich muss eine Stealth-Sockelung machen oder blablabla. Und jetzt renne ich da einfach durch, bin schwerer Jung und Heidi du. Ich habe mir sogar ausgerechnet, ich muss ordentlich auf Endurance gehen und ähnliches. Ja, alles umsonst. Mano. Ja, für einen Vault 94 Anzug. Liebes Spiel. Es gibt neue Baupläne und mir fehlt immer noch die Kreuzritterpistole. Gib mir doch endlich die Kreuzritterpistole. Mach's meinetwegen noch schwerer für mich. Nur für mich, für niemand anders. Eieieiei. Und dann auch bitte die Kreuzritterpistole. Dann will ich es mir auswählen können, ja? Ja, aber passt. Gut. War eine Daily Ops? Kein Thema. Also, man muss halt nur ein bisschen aufpassen. Ich werde jetzt wohl wahrscheinlich dann doch eher aufs letzte Wort setzen, demnächst mehr. Denn es braucht keine andere Geschwindigkeit, wie jetzt zum Beispiel die Gauss-Minigun. Aber gut. Mal gucken, vielleicht werde ich mir auch einfach mal anständigen Nahkampfbild hier auch auf dem LP-Chart zulegen und dann einfach mal im Nahkampf da durchrennen. Mit Junkie würde das ja eigentlich auch ganz gut gehen. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal für diese Folge. Eine recht lange, lange Folge. Kann sich ja schon fast mit Event Day messen. Aber wie gesagt, neues Update, alles wichtig. Jetzt geht langsam der Alltagstrott wieder los. Das heißt, ab nächster Folge machen wir halt die Dailies und Co. Also, schaltet wieder ein und bis dann.